Das Brambles Cricket Match. Es ist das Spiel zwischen dem Royal Southern Yacht Club vom Festland und dem Island Sailing Club von der Insel Isle of Wight. In diesem Jahr ist das Spiel besonders feucht. Es ist einfach mal was anderes. Nirgendwo auf der Welt gibt es so etwas. Das hier geht nur einmal im Jahr für ein paar Minuten. Dieser Ort ist einzigartig. Gespielt wird nur zum Spaß, ohne feste Regeln und ohne Schiedsrichter. Wie üblich sind es 11 Spieler je Team, alle möglichst in weißer Kleidung. In diesem Jahr müssen die geschätzt 300 Zuschauer in den Booten bleiben, denn das Wasser gibt die Sandbank nicht frei. Doch die Spieler stört das nicht. Es ist ganz in Ordnung. Die Sonne scheint ein bisschen, aber es ist heute sehr feucht. Normalerweise haben wir viel mehr festen Sand, ein viel größeres Feld. In den Jahren zuvor, etwa 2010 und 2011, lag die Sandbank mal mehr, mal weniger frei. Die Bramble Bank liegt etwa 3 Kilometer vor Cowes, einer Kleinstadt im Norden der britischen Insel Isle of Wight. Hier gibt es seit 1889 den Island Sailing Club. Rod Nichols ist seit 54 Jahren Mitglied. Der Legende nach ist es so, dass zuerst Gefängnisinsassen dort gespielt haben. Wir haben 3 Gefängnisse auf der Isle of Wight. Und der Gouverneur erlaubte den Gefangenen, dort Cricket zu spielen, weil sie ja nicht fliehen konnten. So fing alles an. Doch diese Spiele fanden nur unregelmäßig statt. Ein heimischer Bootsbauer rief das Brambles Cricket Match als regelmäßiges Ereignis ins Leben. Es war in den 50er Jahren, als die ersten richtig organisierten Cricket-Spiele stattfanden. Arthur Fox hat das organisiert. Arthur Fox war ein legendärer Yachtdesigner und Bootsbauer aus Cowes, ganz in der Nähe, wo wir gerade sind. Und er ließ sein Cricket-Team gegen das Team des Holmwood Hotels gleich hier an der Küste antreten. Ab 1972, nach dem Tod von Arthur Fox, ruhten die Cricket-Spiele. Etwa 10 Jahre später wurden sie wiederbelebt. Mitglieder des Royal Yacht Club aus Hamble segelten an der Bramble Bank vorbei und erinnerten sich an die Tradition. Wir haben ein Team zusammengestellt und überlegt, mit wem wir spielen könnten. Und da sich die Stelle auf halber Strecke zwischen der Nordinsel und der Isle of Wight, der Südinsel, befindet, lag es nahe, mit dem Island Sailing Club zu spielen. Der Solent als Seitenarm des Ärmelkanals trennt die Insel Isle of Wight vom britischen Festland und ist eine vielbefahrene Schiffsroute. Der Island Sailing Club ist in den Gewässern hier zu Hause, veranstaltet viele Regatten und eben alle 2 Jahre, immer im Wechsel mit dem Royal Southern Yacht Club, das Brambles Cricket Match. Etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn fahren die Boote zur Sandbank. Wie lang das Match dauert, hängt von der wiederkehrenden Flut ab. Manchmal bleiben 45 Minuten zum Spielen, doch dieses Mal drückt starker Westwind das Wasser auf das Spielfeld. Deshalb ist schon nach 25 Minuten Schluss. Alle Mann zurück in die Boote und zum Island Sailing Club. Jetzt müssen alle sehr schnell sein, um es noch vor der Flut in die Boote zu schaffen. Es war heute sehr nass, mehr als sonst. Das Wasser ist nicht so zurückgegangen wie im vergangenen Jahr. Die Royal Southern haben tapfer gekämpft. Wir haben gewonnen und nun geht's zurück in den Club. Die Trophäe entgegennehmen. Es ist Tradition, dass die Trophäe wandert. Da es selten einen eindeutigen Sieger gibt, ist der Gewinner der Club, der das Spiel organisiert. Wir kennen den Sieger vorher, denn es ist immer der Club, der das gemeinsame Abendessen veranstaltet. Wir haben einen schönen Abend und feiern, dass wir es in diesem Jahr wieder geschafft haben, zu spielen. Ein Jahr dauert es, bis die Bramble Bank sehr wahrscheinlich wieder frei liegt. Irgendwo da draußen. Wann genau, entscheiden die Gezeiten.